Kalter Kaffee. Das war kalter Kaffee. Ihr seht aber, ich habe was vorbereitet. Hier ist kein kalter Kaffee drin. Und zwar, oh, jetzt habe ich meinen Post-it verloren. Muss ich gleich suchen. Das spiegelt verkehrt. Netzwerk Südbaden, ein Freiburger Magazin, Wirtschaftsmagazin. Da ist ein Pre-Release einer Strecke von mir drin, die ich Anfang des Jahres geschossen habe. Und was ist es für eine Strecke? Ich war im Geronto-Psychiatrischen Pflegezentrum Landwasser. Das heißt, ältere Menschen mit Demenzerkrankungen habe ich porträtiert. Wie ihr seht, man spiegelt verkehrt immer. Ich habe ein Studio aufgebaut in dem Pflegezentrum und habe die Menschen in dem von mir geliebten Format, ich nenne es Close-Up, porträtiert. Sehr schöner Druck. Vielen Dank, Netzwerk Südbaden, dafür. Ihr seht, es gibt am Anfang einen Text, es ist ein Interview mit meiner Wenigkeit. Und zu den Bildern fehlt noch Text. Deswegen ist das, sehe ich das als Pre-Release an. Ich bin gerade dabei, da Texte zu bekommen, Geschichten zu den Menschen. Das ist nicht nur, das sind natürlich viel die Bilder, dass diese Porträts nicht alleine stehen, aber dass da vielleicht kleine Geschichten noch dazukommen. Und wer weiß, wo das dann noch weiter veröffentlicht wird. Aber erstmal neueste Ausgabe vom Netzwerk Südbaden. Alter!